Der F-Dur 7 ist ähnlich wie der F-Dur, den wir hier nochmal sehen, abgeleitet, indem man den kleinen Finger verschwinden lässt. Wir haben es denn nur noch mit drei Fingern zu tun, die folgendermaßen angeordnet sind. Im ersten Bund legen wir den Zeigefinger über alle Saiten als Barré, setzen dann im zweiten Bund den Mittelfinger auf die vierte Saite von oben, auf die G-Saite, und setzen den Ringfinger auf die zweite Saite von oben im dritten Bund. Das Ganze sollte dann so aussehen und klingt folgendermaßen.